Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute spezielles Thema: Fische für kleine Aquarien. Kleine Aquarien, damit meine ich Fische für Aquarien ab 60 bis 80 cm Kantenlänge oder größer, natürlich. So, wir fangen direkt an. Also, und zwar habe ich da eine kleine Gruppe, Zwergpracht-Guramis. Sind also eigentlich Fische für eher fortgeschrittene Aquarianer, also Leute, die schon sich länger mit dem Thema Aquaristik beschäftigen und das auch vielleicht machen und auch schon ihre Erfahrungen gesammelt haben, weil es sind schon ein bisschen Futterspezialisten, sind auch ans Wasser sehr speziell, nämlich wollen die schon sehr weiches Wasser haben, auch mit einem sehr niedrigen pH-Wert. Dann kriegen die aber die schönsten Farben, das ist unglaublich. Hier zeigen sie halt gerade noch keine tolle Farbe, die gehen wirklich von Saphirblau, Rubinrot, also da gibt es wirklich alle möglichen Farben. Ganz, ganz irre, also wenn ihr da mal googelt, gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Wir haben jetzt aktuell drei Arten hier, nämlich Bintan, Nanji und Linkei. Das sind halt so die drei, die wir gerade da haben. Ändert sich auch immer mal wieder, aber das sind Fische, die wirklich in kleinen Aquarien gepflegt werden können. Ganz witzig ist, und zwar, wenn ihr mal schaut, wir haben hier diese kleinen Röhrenpyramiden drin liegen. Das finden die ganz witzig, weil die beziehen wirklich in der Tat so kleine Höhlen. Wenn ihr mal guckt, wirklich, da ist in jedem Röhrchen irgendwie ein Fisch drin. Das ist total ulkig, weil die das wirklich so ein bisschen so als ihre Homebase beziehen. Da wohnen die dann drin und dann wollen die halt schon ein bisschen verkrauteter Aquarien haben, dass sie sich halt so ein bisschen zurückziehen können. Wir haben die auch bei uns im Borneo-Aquarium drin, eine Sorte, wo die dann wirklich so richtig schön balzen und machen und tun. Gucken wir mal, ob wir vielleicht ein paar Aufnahmen bekommen. So, das ist Nummer eins. Der nächste, Hyphistobrigon Amandae, der Feuertetra. Ein ganz kleiner Sammler aus Südamerika. Wird nur so 2,5 cm groß. Übelst schöner Fisch, weil mit der Zeit, je länger man die hält, umso knallroter werden die. Die werden so richtig kupferrot. Wirklich ganz, ganz toll. Man sieht hier, wir haben hellere Tiere da dabei und dunklere Tiere. Das hängt halt damit zusammen, dass wir manche schon ein bisschen länger haben, manche ganz neu sind. Also wir füttern die ordentlich mit Zyklops, damit die halt wirklich richtig schön Farbe bekommen. Frisch geschiffte Artemia essen die auch ganz gerne. Also es ist ein Fisch, der sich sehr, sehr einfach halten lässt. Den kann man auch mit Trockenfutter sogar ernähren, also Frostfutter sowieso. Das gilt eigentlich für fast alle Sammler. Sind die einmal gut eingewöhnt, hat man da eigentlich kaum noch groß Struggle mit. Aber das ist halt zum Beispiel ein Fisch, wirklich auch für kleine Aquarien. Also die kann man locker ab 6 cm empfehlen oder mehr. Finde ich ganz klasse. Wir haben ja in unserem Borneo-Aquarium, das haben wir irgendwann mal noch vorstellen müssen. Vielleicht mache ich das mit Roland zusammen, muss ich mal überlegen. Haben wir ja auch ganz, ganz viele. Also da kommen es 1,70 m und wir haben ganz viele kleinste Mikrorasboras drin und sowas. Ich finde sowas ziemlich cool, wenn man einen sehr kleinen Fisch in einem recht großen Aquarium hält, weil das irgendwie gibt dem irgendwie, ja, mehr Bild. Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach irgendwie sehr, 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 sehr schön. Nächster Fisch. Ja, hier haben wir einen weiteren schönen, sehr schönen Vertreter, den neonblauen Zwergbärbling. Sundanario axelrodi nennt er sich. Von der Insel Borneo. Ist ein sehr, sehr kleiner, hübscher Fisch, der halt gar nicht so auffällig ist. Dieses Blau, was ihr jetzt gerade seht, das ist halt mehr so ein indirektes Blau. Also das kommt in der Kamera zu viel kräftiger rüber, als der Fisch eigentlich wirklich ist. Aber super, super, super kleiner, hübscher Fisch. Haben wir auch in unserem Borneo-Aquarium mit drin. Das ist genau das, was ich meinte. So ein Fisch, der wirklich in so einer Traube schwimmt. Das Licht ist zwar schon aus, wir können aber trotzdem mal schnell gucken. Da seht ihr sie. Das ist wirklich so eine kleine Traube an Fischen. Und da seht ihr hier diese kleine Traube da. Das ist praktisch auch dieser Sundanario axelrodi. Neonblauer Zwergbärbling. Super schöner Fisch, den man halt wirklich in kleinen Aquarien schön halten kann. Kann ich auch sehr empfehlen. Also auch einer unserer All-Time-Favorites eigentlich. Wenn es diese Fische gibt, haben wir die in der Regel auch immer da. So. Dann springen wir, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben ja gerade schon ein Video aufgenommen und dann sagte Johnny, oh, die sind auch so cool, wie die so unter der Wasseroberfläche stehen. Der Spitzmaul-Zwergtiersammler. Nanostomus equus oder Bleistiftsammler werden die auch genannt, weil die ja wirklich wie so kleine Stifte da so im Wasser stehen, ne, mit ihrer sehr unscheinbaren Färbung. Eigentlich ist es aber ein sehr, sehr friedlicher, sehr genügsamer Fisch. Wenn man im Hintergrund sieht, dass sie noch mehr, da sind sie wirklich so richtig verteilt. Ziehen sie aber auch in ihre Gruppen zusammen, wenn sie sich so ein bisschen ängstlicher werden. Aber echt ein ganz toller Fisch, sehr ruhiger Fisch. Den kann man auch wunderbar für kleine Aquarien empfehlen, weil er sich wirklich dementsprechend echt super ruhig verhält und dann da auch keine großen Probleme gibt. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Fisch. Für meine Verhältnisse sogar ein bisschen unterbewerteter Fisch. Also das ist so, ja, der gar nicht so richtig wahrgenommen wird von Leuten, obwohl er wirklich wunderschön ist. Nächster Fisch, dieses Mal ein kleiner Regenbogenfisch. Nämlich das gefleckte Blauauge. Pseudomogil Gertrudae. Ja, wie ich schon sagte, ist halt so ein kleiner Zwerg-Regenbogenfisch oder gehört zu der Gruppe der Regenbogenfische. Auch Leuchtaugen genannt, weil die halt in der Regel haben die alle immer so bläuliche Augen, die eigentlich dann auch sehr, sehr herausstechen. Bei dem ist das jetzt nicht so stark wie bei anderen Vertretern, zum Beispiel Luminatus oder Fugatus. Aber dieser Fisch bleibt deutlich zierlicher, hat eigentlich eine sehr irre Färbung mit diesen ganzen vielen kleinen Punkten, diese gelbe Beflossung. Sehr hübscher kleiner Fisch. Kann man in kleinen Gruppen, in kleinen Aquarien von, sag ich mal, 60, 80 cm gut halten.
kleine Gruppe. Da rede ich jetzt hier so über ja, so 10, 15, 20 Tiere, irgendwie sowas. Könnte man die schön halten, wenn man natürlich noch andere Fische dabei haben möchte. Dann würde ich da 80 cm Aquarium empfehlen, damit man trotzdem die große Gruppe haben kann und noch ein paar andere Tiere dabei setzen kann. Dann geht es weiter zum grünen Zwergwerbling. Microdevario cubutai. Ja, einer der bekanntesten, glaube ich, mit von diesen ganzen Zwergwerblingen. Super schön. Ein kleiner Zwergwerbling, der aus Thailand kommt, den man halt problemlos in alle möglichen Aquarien-Setups setzen kann. Sollte, also ein Iwagumi würde ich jetzt natürlich nicht nehmen. Sollte schon irgendwie ein schön bepflanztes Aquarium sein, wo die ja auch ein bisschen durchziehen können, wobei sie halt wirklich viel auch in der Freiwasserzone unterwegs sind. Kleiner Fisch bis zu 3 cm. Einer der wenigen grünen Fische. Auch wenn er in der Kamera meistens mehr goldig aussieht als grün. Ist aber in der Tat wirklich grün. Aber den Live sieht, ist wirklich ein grüner Fisch. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Panzerwels, nämlich Corydoras pygmaeus, der sogenannte Zwergpanzerwels. Mit 2,5 cm einer der kleinsten Panzerwälse überhaupt. Die kann man wunderbar in kleinen Aquarien pflegen. Man sollte halt immer gucken, dass die genügend zu essen bekommen. Das ist bei den ganzen Panzerwälsen ein riesengroßes Problem, weil oftmals die irgendwie so als Restevertilger eingesetzt werden, was sie definitiv nicht sind. Das ist schon ein Fisch, der wirklich aktiv gefüttert werden muss, der auch wirklich kräftiges Futter benötigt. Wir füttern die im größten Teil mit Zyklops, gehen aber auch wunderbar an sogenannte Futtertabletten ran und Trockenfutter. Auch Frostfutter ist auch wunderbar geeignet, also so Zyklops auch hier wieder, also kleineres Futter, wo die gut essen können. Und von dem Pygmäus-Zwergpanzerwelsen hüpft man direkt nebenan ins Aquarium zu dem marmorierten Zwergpanzerwelsen, nämlich Corydoras habrosus. Sprich, eigentlich irgendwie so das gleiche wie beim Pygmäus. Auch so ein kleiner Panzerwels, auch nur so 2,5 cm groß. Für mich eigentlich von den Zwergen so der schönste. Hier knabbern sie gerade so ein bisschen an so einer Muschel rum. Die haben wir aber eigentlich für die Hypercistrus-Welse, die da so im Hintergrund zu sehen sind. Da seht ihr halt schon, dass wir wirklich auch aktiv füttern müssen. Also die Fische brauchen wirklich ein kräftiges Futter eigentlich auch. Ne? Und wenn wir jetzt hier schon drin sind, bleiben wir gleich in dem Aquarium, nämlich Apistogramma borelli. So einer der kleinsten Apistogramma-Arten. Jetzt haben wir hier Apistogramma borelli opal. Es gibt die noch in einer Normalvariante. Also opal bedeutet praktisch diese Gesichtsmaske, die er hat. Sprich diese blauen und roten Striche und Flecken im Gesicht. Das ist opal. Dann gibt es halt noch die normale Variante. Der ist dann so gelb-blau gefärbt. Also der hat dann sehr viel mehr Gelbanteil noch in der Färbung drin. Der hier ist ausgewachsen mit so 5 cm. Das ist jetzt hier das Männchen, kann man schön sehen. Im Hintergrund schwimmt das kleine Weibchen. Die bleibt deutlich kleiner mit so 3 cm. Die werden dann halt so eher so gelb. Die könnt ihr halt wirklich gut in 80 cm. Ja, 60 ist so, naja, unterste Grenze. Ich würde dann schon eher so ein 8 cm Aquarium empfehlen. Ist ein Höhlenbrüter. Das bedeutet, da gibt es so kleine Höhlen. Kann ich euch mal zeigen. Sind aus Ton gefertigt. Die werden dann eingebuddelt hier mit dem Rand, sodass es zu ist. Und dann können die Weibchen hier oben diese kleinen Löcher, da gehen die rein und die können die praktisch auch, ja, verteidigen, sage ich jetzt mal, wie so eine kleine Mini-Burg. Da leichen die dann drin ab, ja, führen später sogar, also die betreiben richtig Brutpflege, führen die Jungen auch raus, also erst picken sie die mit dem Maul, schaffen die raus und legen die draußen hin, dann wieder rein und so weiter, bis sie irgendwann frei schwimmen, also super irre. Auch relativ leicht nachzuzüchten, das sind auch Nachzuchten hier. Das ist so ein Fisch, den kann ich auch wirklich Zwergbuntbarsch Beginnern empfehlen. Die brauchen nicht so große Aquarien und wie gesagt, kann man relativ gut und einfach nachziehen. Dann hüpfen wir ganz nach oben zu den Zwergzieher-Salmlern. Nanostomus marginatus. Super toller Fisch. Der Martin Fischer hatte letztens auf Instagram so einen tollen Hashtag. Schön im Alter hat er den genannt. Das ist zum Beispiel so ein Fisch, wo es zutrifft. Hier könnt ihr sie eigentlich schon sehen. Die wirklich so golden glänzenden Fische. Das sind halt praktisch schon Tiere, die ein bisschen länger da sind. Die hellen sind noch recht neue Fische. Die brauchen halt ein kräftiges Futter und ein bisschen Zyklops und so weiter. Dann kriegen die auch eine tolle Färbung. Super schön, sehr, sehr friedlicher Fisch. Kann man auch wieder in größeren Gruppen halten. 15, 20 Tiere ohne Probleme. Besonders auffällig ist halt die Färbung mit diesem Gold- und Schwarzmuster und diese rote Beflossung. Für jedes Südamerika-Biotop-Aquarium wäre das was ganz, ganz Tolles. Für normale Gesellschaftsaquarien kann man den auch sehr verträglichen kleinen Fisch mit reinsetzen. Ganz toll. Jetzt kommen wir zu einem sehr unterschätzten Fisch, der irgendwie von niemandem so richtig wahrgenommen wird. Das ist nämlich der Tüpfelbärbling, Danio nicrofasciatus. Ein super schöner kleiner Fisch, eher so ein goldener Fisch. Der kriegt dann so bläuliche oder schwarzblaue Pünktchen und einen so einen Längsstrich. Ja. Wird nicht so groß, kann man wunderbar in Gruppen halten. Ist ein Fisch aus dem Freiwasser, also der immer sehr viel draußen rum ist. Ihr seht schon, wie er sich bewegt, immer schön in der Gruppe. Ist halt ein Fisch, wenn man halt wirklich ein bisschen Freiwasser hat und so weiter, kann man den schön einsetzen. Ab 6 cm absolut zu empfehlen. Leider, wie gesagt, so ein Fisch, der immer wieder unterschätzt wird. Ich finde ihn super schön, aber er geht immer in der Anlage so ein bisschen unter. Das ist halt nicht so auf die Fresse so sofort, erster Blickkontakt und wir sind verliebt und schockverliebt. Hier muss man so ein bisschen öfter hingucken und wenn man die eine Weile pflegt, entwickeln die wirklich ein ganz, ganz tolles Farbmuster und auch ja, ein schönes Verhalten, indem die in dieser Traube immer schön unterwegs sind. Toller Fisch aus Südostasien, mega genial. Wo gehen wir weiter hin? Dann kommen wir zum nächsten. Der ist nicht so unterschätzt und zwar ist das Tanichthys micagemae.
der vietnamesische Kardinalfisch. Nicht zu verwechseln mit dem normalen Kardinalfisch, bleibt viel, viel kleiner, wird auch nur so 2,5–3 cm groß, hat auch mehr so eine kupferfarbene Ausstrahlung als Gold und dann halt diese roten Schwanzflossen, wo er halt wirklich mit hervorsteht. Ich finde ein sehr, sehr schöner Fisch. Kann man wunderbar in wirklich 6 cm Aquarien, also ab 6 cm Aquarien halten und spricht für sich. Ist auch wieder für mich wieder so ein Fisch. Kommt auch auf den zweiten Blick, ist auch wieder nicht sofort auf die Fresse. Ja, muss man halt beobachten, muss man mögen, muss man sich Schock verlieben darin. Klappt manchmal. Also wir haben Kunden, die wirklich sehr lange schon pflegen. Achso, ist ein Fisch übrigens, da kann man auf den Heizstab verzichten. Die wollen es etwas kühler haben. Das macht es halt noch mal einfacher, diesen Fisch zu halten. Das heißt, muss da nicht noch mal extra auf extra Technik für die Heizung setzen, sondern kann die wirklich bei Raumtemperatur halten. Wunderbar. Ein bisschen kompliziert wird es halt dann mit der Vergesellschaftung mit anderen Fischen. Die Tüpfelbärblinge, die könnte man dann gut miteinander vergesellschaften. Oder man macht halt wirklich so ein kleines Art-Aquarium nur für diesen Fisch. Super schön. So, und dann kommen wir schon langsam zum Ende. Noch zwei habe ich, glaube ich. Zwei Klassiker. Und zwar blauer Neon ist einer der Klassiker. Für mich auch ein Fisch, der zumeist unterschätzt wird, weil irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen teurer als normale Neon sind. Ich weiß es nicht. Ich finde ihn super schön. Wird komischerweise auch im Englischen Green Tetra genannt. Weiß noch nicht so richtig, warum grün. Für mich ist er ganz eindeutig blau. Aber okay, hier ist es halt so, der hat halt wenig Rotanteil. Ist halt ein Fisch, der wirklich mit diesem blauen Strich kommt und wird auch nur so 3 cm groß. Also der kleinste der Neons eigentlich. Und für mich auch vom Verhalten her, weil der noch wirklich so ein bisschen so mehr ein Schwarmverhalten zeigt als die anderen, die wirklich so explosionsartig alleine überall rumstehen, ist das ein Fisch, den man schön im Schwarm halten kann. Ja, und zu guter Letzt noch mal ein kleines Leuchtauge, diesmal aus Afrika, Poropanchax normani oder auch Normans Leuchtauge genannt. Ein kleiner Fisch von so 3–3,5 cm. Ihr seht schon, der ist eigentlich an sich sehr farblos. Also der Fisch selber nur so eine Beigefärbung, hat aber so ein halb leuchtendes blaues Auge, womit er eigentlich so richtig heraussticht. Das ist ein Fisch, der auch wirklich so eher so oberflächenorientiert ist. Wenn man halt reinguckt, man sieht eigentlich nicht viel, nur diese blauen Punkte. Und das macht das Ganze halt so super spannend, dass ich diesen Fisch auch immer sehr gerne empfehlen kann oder empfehlen möchte. Und ja, das war so meine Runde für Fische für kleine Aquarien. Hab da mal so ein paar Besonderheiten gesehen. Nicht immer nur die Sachen, die man vielleicht so überall sieht, sondern auch mal ein paar Specials dazwischen. Lasst mich mal wissen, ob euch das interessiert, ob wir davon mehr machen sollen oder nicht. Ich weiß, ich bin nicht immer so für Erklärvideos, aber jetzt hat man gerade mal so ein bisschen Bock, mal so ein bisschen so eine kleine Tour zu machen, um uns da mal auszuprobieren. Ja, bis zum nächsten Video, ne? Viel Spaß bei den Fischen, macht's gut. Ciao.